Erosion oder Erosion ist der passende Titel zu diesem Werk, der gleichwohl zeigt, dass es eben auch Rundskulpturen gibt, also körperliche Skulpturen, die im Raum stehen, die man rundherum erleben kann, 360 Grad. Die Arbeit ist 1992 entstanden, denn obwohl der Künstler El Anatsui immer in Ghana oder Nigeria geblieben ist, also nicht in der Diaspora gearbeitet hat, wurde er gleichwohl auch immer wieder eingeladen zu Residencies. 1992 war es an den Earth Summit, also an einer Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro 1992, und dort hat er diesen Stamm in der Umgebung gefällt und 3 Wochen lang an ihm gearbeitet. Er hat ihn wunderbar hingebungsvoll verziert, mit all den Techniken, die er zur Verfügung hatte, mit der Säge, mit der Stichsäge, mit dem Bunsenbrenner, mit Farbe. Wir sehen Symbolzeichen aus verschiedenen afrikanischen Sprachen. Wir sehen die Menschen auch wieder am Flüchten, die Zeichen der Migration. Und wir sehen eben, was passiert, wenn nicht so sehr die Erosion der Natur, der Landschaft stattfindet, sondern noch eine weitere Erosion, die kulturelle Erosion. Das zeigt sich auch in der Machart dieser Arbeit. 3 Wochen lang hat er sie quasi sehr schön verziert, bearbeitet, um sie dann im letzten Moment dieser Konferenz auf den Boden zu legen und mit einer Kettensäge zu zerstören, ihr diese gewalttätigen Schnitte zuzufügen, auch Linien, aber von einer Radikalität, die erschrecken. Und das ist, was passiert bei Erosion. Dinge, sei es nun Kultur oder Landschaften, Lebenszusammenhänge, die über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut werden, können in Sekundenschnelle zerstört werden.